Ich habe zwei gekauft, okay, das sind 80 Euro. Und die waren die falsche Größe. Da sitze ich einfach mit denen. Du kannst bei solchen Teilen kannst du nicht retournieren. Und jetzt werde ich diesen kleinen Rad genau mit diesen Reifen, diesen Räder zusammenbauen. Und ich habe eigentlich gesucht, wirklich lang, bevor ich da mich erinnert habe, dass ich habe eigentlich solche Räder. Ich habe ganz lang gesucht, dass die Doppelkammer, weil sie stabiler sind. Und für so kleine Räder gibt es das nicht. Und dieser Kauf damals war sehr gut. Das heißt, du hast ja immer die Teile da und manchmal, ja, es ist gut. Diese Autos auseinandergenommen, komplett. Und da habe ich Sachen gesehen, die ich selber nicht gewusst habe, dass drinnen sind, die mir helfen. Ich rede jetzt nicht für den Motor. Aber zum Beispiel, die haben der Metall speziell beschichtet, damit bei Vibrationen nicht Geräusche macht. Und solche Sachen, das ist so viel Innovation in dieses Auto. Das Auto an sich, wie ursprünglich gedacht, perfekt. Und was sie jetzt versuchen, das Auto irgendwie in diese Neuzeit reinzukriegen. Eigentlich glaube ich nicht, dass du Sachen hast in das Auto, die du nicht brauchst. Ich glaube eher, dass du Sachen nicht hast drinnen, die du sonst brauchen würdest. Das eher. Weil zum Beispiel ein Auto ist zu unflexibel. Du kannst mit dem Auto nicht, außer die vier Personen, die haben sich wirklich auf diesen Mass da alle geeignet und da machen sie nichts. Und jetzt vor kurzem gab es diese Innovation, wo die zwei Türen aufmachst und in der Mitte gibt es keine Stange. Du hast nach 20, 30 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren Auto. Ich meine, das. Die verkaufen, glaube ich, jetzt die Innovationen, die sie vor 20 Jahren verkaufen hätten. Weil jetzt ist es zu spät. Das ist out. Da müssen sie irgendwas mehr sich überlegen, grundsätzlich, warum du das Auto überhaupt brauchst, in der Stadt zum Beispiel. Und wie du da einsteigst, aussteigst. Wie sich das Auto da in der ganzen. Und das ist so viel Innovation in dieses Auto und die haben so ein großes Know-how, da können sie wirklich, ich glaube, die können wirklich unglaubliche Sachen machen. Das sehe ich schon Potenzial, nur das Problem ist, man sieht das nicht als Produkt. Und das ist auch ein anderes Problem. Wenn etwas nicht auf dem Markt gibt, die haben Angst, als Erster dort zu sein. Und die machen zum Beispiel, schauen wir die japanische Autoindustrie, die machen total viele Innovationen. Und wenn du dir das anschaust, das, was sie präsentieren, irgendwelche Roboter und irgendeine Einrad, die du sitzt, immer denkst du, wo verwendest du das?
Ja, schaut cool aus als Gag, aber oder in einem Kugelauto oder wie auch immer. Und das ist total so weit weg von der Realität, dass das einfach, ich frage mich mit denen Know-how, was man, es ist ein Verbrechen, dass sie das nicht umsetzen in die richtige Richtung. Und dann, wenn Sie Konkurrenz kriegen, dann machen Sie es selber wieder auch. Kopieren Sie es einfach. Aber ich glaube, du musst schon so wie ich, damit ich diese Fahrrad auf der Markt bringe, wahrscheinlich muss ich es selber machen. Und das ist ja das Problem. Ich würde es urgern nicht selber machen. Ich kann heute ein Rad machen und morgen kann ich was anderes. Aber leider kenne ich keinen Beispiel, der nicht so gemacht hat. Sind alles selber gemacht. Die Frage ist, ob die Welt noch ein Fahrrad braucht. Oder?